Die drei Aggregatzustände. Fest, flüssig und gasförmig. Bei diesem Versuch wird ein Stück Eis langsam erhitzt. Der Feststoff Eis geht bei diesem Vorgang langsam in die Flüssigkeit Wasser über. Bringt man diese Flüssigkeit durch Erhitzen bis zum Siedepunkt, dann geht die Flüssigkeit Wasser in einen gasförmigen Zustand über. Es entsteht Wasserdampf. Die drei Zustände fest, flüssig und gasförmig bezeichnet man als die drei Aggregatzustände der Stoffe. Je nach Aggregatzustand besitzen Stoffe verschiedene Eigenschaften, welche man mit Hilfe des Teilchenmodells erklären kann. Betrachten wir die drei Aggregatzustände in der Gegenüberstellung. Die Anordnung der Teilchen ist bei den drei Aggregatzuständen genauso unterschiedlich wie der Abstand der Teilchen oder die Geschwindigkeit. Unterschiedlich wird außerdem die Anziehungskraft, die zwischen den Teilchen herrscht, und die daraus resultierenden Eigenschaften. Nehmen wir zunächst den festen Zustand. Als Beispiel wurde hier ein Eisenblock gewählt. Mit viel Mühe kann man diesen sicherlich geringfügig mit einem Vorschlaghammer verformen, aber auch nur durch einen erheblichen Kraftaufwand. Das Teilchenmodell zeigt uns, dass die Teilchen feste Plätze einnehmen und dass zwischen den Teilchen große Anziehungskräfte bestehen. Verformt man ein Stück Eisen, so muss man diese Anziehungskräfte überwinden. Die Teilchen lassen sich deshalb nur schwer verschieben. Will man einen Eisenblock durchtrennen, so muss man eine Metallsäge benutzen. Wiederum muss man die Anziehungskräfte zwischen den Teilchen überwinden. Mit anderen Worten, einen Feststoff kann man praktisch nicht zusammendrücken. Im Teilchenmodell sind die Teilchen sehr dicht nebeneinander angeordnet. Ein Zusammendrücken ist deshalb kaum möglich. Sobald die Temperatur sich über dem absoluten Nullpunkt befindet, bewegen sich die Teilchen geringfügig auf dem festen Platz, den sie im Feststoff einnehmen. Der flüssige Zustand. Auch die Eigenschaften von Flüssigkeiten kann man mit Hilfe des Teilchenmodells erklären. Flüssigkeiten sind sehr leicht trennbar. Man kann sie zum Beispiel durch Umgießen in mehrere Portionen aufteilen. Das Teilchenmodell zeigt uns, dass die Teilchen keine festen Plätze einnehmen und dass sie gegeneinander beweglich sind. Dies erklärt auch, warum Flüssigkeiten die Form eines Gefäßes annehmen. Die relativ schwachen Anziehungskräfte zwischen den Teilchen erlauben ein freies Bewegen innerhalb des Volumens, den die Flüssigkeit einnimmt. Wenn man jetzt jedoch eine Flüssigkeit komprimieren, so stellt man sehr rasch fest, dass dies sehr schwierig ist. Auch hier finden wir über das Teilchenmodell eine einfache Erklärung. Wie aus dem Modell ersichtlich, sind auch in Flüssigkeiten die Teilchen relativ dicht aneinander angeordnet. Die Abstände zwischen den Teilchen sind nur geringfügig größer als in einem Feststoff. Ein Zusammendrücken ist deshalb kaum möglich. In Flüssigkeiten sind Teilchen in ständiger Bewegung. Der gasförmige Zustand. Im Gegensatz zu Feststoffen und Flüssigkeiten
können Gase sehr leicht komprimiert werden. Schauen wir uns jetzt das Teilchenmodell von Gasen an, so bemerken wir, dass die Abstände zwischen den Teilchen sehr groß sind. Deshalb ist es auch leicht, ein Gas zusammenzudrücken. Man verkleinert dabei nur die Abstände zwischen den Teilchen. Die Gasteilchen bewegen sich chaotisch und sehr schnell. Deshalb nehmen Gase jeden Raum ein, den man ihnen zur Verfügung stellt.